So, es hat mal eine riesige Megastadt, die heißt Megabull. Kleiner machen wir es nicht. Megabull haben zwei Kleinstädte, Minibull und Bibberbull da oben im Norden. Und Megabull hat irre Werte. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Danke an Salma Nasser beim Twitch-Chat. Danke fürs zweite Abo. Hi, liebe Grüße an dich. Und jetzt kohlen wir uns, gehen wir nicht auf eine Runde, weil ich bin so stolz, dass es mit der Stabilität hier klappt. Wir haben ein Plus hier. Wir haben 20 Leute mehr in der Stadt, als wir Arbeitsplätze haben. Hier oben steht das. Und die sollten normalerweise uns weghungern, passiert aber nicht, weil wir hier dank von Weltwundern einen riesigen Boost haben. Wir bauen im Augenblick ein Bauernviertel, ziehen aber die Basiliuskathedrale vor. Die wird in einer Runde fertig sein. In einer Runde ist das Weltwunder gleich. Das ist ein bisschen Nein. Null Produktionspunkte. Das ist in einer Runde, können wir ein Weltwunder bauen. Das können wir deshalb bauen, weil wir vorher den Topkapi-Palast schon gebaut haben. Der verdoppelt alle Produktionen in dieser Stadt hier, die in Weltwunder reingeht. Aber stellt euch vor, in dieser Phase des Spiels, Übergang vierte in die fünfte Epoche, ein Weltwunder der vierten Ära in einer Runde bauen. Auf dem Schwierigkeitsgrad, das ist schon krass. Alternativ könnten wir durch die Zwangsarbeit 204 unserer Bürger opfern. So viele Menschen haben wir Gott sei Dank nicht. Ansonsten würde ich, glaube ich, in einen Blutrausch verfallen können. So, das war's schon. Andere Städte müssen wir uns gar nicht anschauen. Wir machen jetzt noch das Level Up in die nächste Epoche. Hier wird weitergebaut. Ja, das können wir auch rausnehmen hier. Nee. Oh, das war Megabull. Quatsch. Megabull muss natürlich nach vorne. Ich verwechsel das mit einer anderen Stadt. Mit Alcarab. Das ist ein Außenposten. Da könnten wir eine Stadt draus machen. Weil das Angliedern wäre wahrscheinlich teurer, ne? Angliedern kostet 10,4. Dann machen wir hier lieber eine Stadt draus. Das können wir auch zu Beginn der nächsten Runde machen. Denn wir müssen den Spezialdistrikt hier nicht mehr bauen. Das ist Quatsch. Das ist nicht mehr nötig. So, und jetzt gehen wir hin und suchen uns die nächste Kultur, Leute. Eins rauf. Nächste Kultur. Weg sind die Mexikaner. Jede KI und wir auch, holt sich immer eine Kultur pro Epoche. Es gibt 6 Epochen, Antike, Altertum und so weiter. Jetzt machen wir den Sprung rauf ins Industriezeitalter. Frühe Neuzeit, eins rauf. 10 stehen uns zur Auswahl. 1 haben uns die hier vor der Nase weggeschnappt. Die haben sich für die Mexikaner erschienen. Welche nehmen wir? Wir können die Ming-Chinesen behalten. Das machen wir nicht. Lohnt sich in der Regel nicht. 8 stehen uns zur Auswahl. Sollen wir spielen mit denen? Ich hätte gern was mit Wissenschaft. Mit den Ming-Chinesen? Die behalten? Nein. Nehmen wir die Perser. Noch mehr Produktion. Wir schwimmen in Produktion. Brauchen wir nicht. Wir ertrinken in Produktion. Noch mehr Geld? Ich hätte gern was mit Wissenschaft. Weil, wisst ihr warum? Wenn wir eine Wissenschaftskultur bekommen, die haben ein Spezial. Die haben aufgrund ihrer Wissenschaftsaffinität die Sondereigenschaft, dass die alle Wissenschaft, alle Produktion umwandeln können in Wissenschaftserträge. Und überlegt euch mal, wir haben im Augenblick wir haben 6.500 Leute. 6.500 Produktion im Augenblick in der Stadt. Wir haben an Wissenschaft im Augenblick 2, 3. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt eine Wissenschaftskultur abgreifen und würden die 6.500 umwandeln in Forschung. Dann hätten wir gleich nicht mehr 2.5 Forschung, 2.500, sondern 9.000. Deshalb will ich unbedingt Forschung. Denn dann könnten wir einen Forschungssieg schaffen, also wo wir alle Texte durchrushen, am Schluss Forschung abgreifen und vielleicht sogar noch, oder alternativ, das haben wir noch nicht erlebt, so diese Mars-Missionen, diese Weltraumdinge machen. Eins von den beiden Geschichten. Das hängt ja beides so ein bisschen zusammen. Also die Perser, Produktion und Geld, nein danke. Österreich, Ungarn, noch mehr Einfluss, nein danke. Stabilität brauchen wir nicht. Die Briten, Geld, Wissenschaft ja, aber das sind Expansionisten. Die haben keinen Wissenschaftstrait, keine Wissenschaftseigenschaft. Das ist nicht das, was ich will. Nächster Schritt, die Franzosen. Eine Wissenschaftstrait können wir machen. 10% mehr Wissenschaft auf alle Städte können wir machen und... Guckt euch das mal an.
Nein, das ist ja wie maßgeschneidert für uns. Die Ausstellungshalle. Eine Wissenschaft pro Bevölkerung. Und die können wir bauen in jedem Gebiet unserer Megabolstadt. Und wir haben hier wie viele Bürger? 168. Das heißt, jede Ausstellungshalle gibt 168 Forschungen drauf. Und wir haben ein Territorium, die hier zu Megabullen zugehören, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zwei können wir dazu holen, also es werden 20 demnächst sein. Und dann können wir 20 von den Ausstellungshallen bauen. Und jede von den Ausstellungshallen gibt uns 170. Das heißt, ich schmeiß mal schnell meinen digitalen Taschenrechner an. 20 mal 170. Oh Gott, nochmal 3, 4 drauf. Und die hätten wir jede Runde unabhängig davon, ob wir Produktion in Forschung umwandeln. Mit anderen Worten, ja, das machen wir. Wir checken mal pro forma noch die anderen Geschichten. Die Deutschen. Wir kennen sie nicht. Wir führen keinen Krieg, wir spielen komplett friedlich. Eine Industrie pro Bevölkerung. Kokerei, ja, okay. Kann man natürlich machen. Also, kann man machen, aber. Und 10% Verschmutzung. Weißt du, was wir auch machen könnten? Ich will es nur mal in den Raum werfen, ja? Ich will es nur mal in den Raum werfen. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten ganz schnell die anderen ruhmmäßig überholen mit den Weltwundern. Also mit der Kokerei, da haben wir so viel. Das ist irre, ne? Wir ertrinken jetzt schon in Produktion und könnten dann herbeiführen die weltweite Klimakatastrophe. Nein, das ist kein Scherz. Das meine ich ernsthaft. Ich sage ja nicht, dass ich es will. Ich will nur die Option aufwerfen. Es gibt eine negative Siegbedingung bei Humankind. Wenn wir die ganze Welt total verschmutzen, dass der Planet kippt und unbewohnbar wird, wird am Schluss ein Schlussstrich gezogen und es wird die finale Runde eingeläutet und dann wird nach Ruhm abgerechnet. Und das könnten wir dadurch relativ schnell erreichen. Und ich glaube, liegen wir ruhmmäßig hinten oder könnten pokern und sagen, wir schaffen es, die da vor uns einzuholen und dann nochmal ganz früh einen Sieg. Machen wir nicht. Das ist unanständig zutiefst. Mache ich nicht. Das ist fies, Leute. Also erst wenn das nur virtuell ist. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Heute, ich zeichne das gerade auf am 23. September. Morgen am 24. September ist der von Fridays on Future. Future on Fridays for Future, der ausgerufene weltweite Klimastreik. Da kann ich doch nicht einen Tag vorher so einen perfiden Weltuntergangsplan schmieden. Das sind alle Schurken, die es jemals in einem James Bond-Film gegeben hat. Mal 10 sind ja nicht so schlimm wie WB dann auf Twitch und auf YouTube. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Da schäme ich mich für den Rest meiner Streamer- und YouTube-Karriere in Grund und Boden. Es geht nicht. Kann man nicht machen. Nee, geht nicht. Die Italiener. Noch mehr Stabilität brauchen wir nicht, haben wir ausgerechnet. Noch mehr Einfluss brauchen wir auch nicht. Die Russen, auch kein Forschungstrade. Noch mehr Stabilität, noch mehr Einfluss, defensiv Einheiten bauen und so brauchen wir nicht. Die Siamesen, noch mehr Industrie, noch mehr Geld und eine Baumeisteraffinität fürs Bauen cool. Dann die Zulu. Da geht es ums Militär, also lange Rede, kurzer Sinn. Es sind natürlich die Franzosen. Wir bekommen sofort als Bonus 10% mehr Wissenschaft und bauen jetzt haufenweise Ausstellungshallen. Ja? Wie schick ich damit aussehe. Schau euch das mal an. WB in schick. Steht mir die Uniform oder nicht? Leute, sagt mal offen eure Meinung. Ein Chatbot ist noch da, Videogamistry. Videogame Stream. Wir setzen keinen unter Druck, aber falls jemand schreibt, WB, du bist ein oller Lackaffe, du weißt, was du zu tun hast. Leute, im Ernst. Haute Couture. Wir Franzosen, wir haben es doch modisch echt drauf, oder? Ich finde schon. Sehr wohl eure Erhabenheit, meinte Mick. Danke dir. Wir nehmen die Franzosen an. The world gets larger, the cities expand, buildings reach higher and roads stretch longer. And yet, the world gets smaller as bridges unite lands. Towns congest, and railroads bring distant goods to the doorstep. Anything seems possible in this wondrous future.
Though as humankind grows, the planet itself appears to shrink. Bonsoir, bonne nuit, mesdames et messieurs. Will the French live up Bienvenue. To their best or launch another round of terrors? The Squarefox fachsimmelt im Chat und holt sich sämtliche Klischees herbei, über die wir verfügen. Es fehlt nur noch ein Wein oder ein gebratener Frosch. Kriegsführung erforscht mit Schießpulver, Salpeter. Raketenwagen können wir noch bauen, Spezialeinheiten der Minen können wir weiter bauen. Aber wenn wir eine Epoche weiter sind, so lange, bis wir keine bessere Einheit dieses Typs schwere Waffen erforscht haben. Ein Epochenstern, Baumeisterstern, jetzt schon. Neues Wunder kann beansprucht werden, gucken wir uns gleich an. The formal name of the cathedral is as ornate as the place itself. Cathedral of the Intercession of the Holy Virgin on the Moat. Wir haben das Weltwunder gebaut, der Basiluskathedrale, und haben jetzt ordentlich nochmal Religion. So sieht's hier aus. Ja, und ihr seht sofort den Effekt. Denn die Basiluskathedrale hat sofort die grüne Religion wird eingeschnürt. Bislang waren wir eher in der Defensive und jetzt kippt alles Richtung Bullismus. Mega cool. Forschungsmäßig haben wir jetzt wie viel? 2,5 an Forschung. Und jetzt bauen wir. Wir haben als Affinität, dass wir alles umwandeln können in Wissenschaft. Machen wir nicht, wir wollen ja erstmal bauen. Denn das ist als passiver Bonus dazugekommen, 10% mehr Wissenschaft. Wir bauen jetzt die Ausstellungshallen und das sind die Belohnungen, die wir brauchen. Wir haben jetzt schon einen Stern von 7, die wir brauchen. Und ja, und machen uns ein heißes Kopf an Kopf enden, ruhmmäßig mit denen hier, die gerade auch im Industriezeitalter. Ach, wie schick! Valinong Sari, Kompliment! Sehr hübsch! Wunderbar, allein schon die blaue Schleife, allerliebst. Das dicke, fette Perlenkollier. Die Perlen wahrscheinlich made in France, ne? Produit en France, glaube ich, ne? Haben die, glaube ich, von uns importiert. Sehr schick, sehr, sehr schick. In Megabull sieht es so aus. Jetzt bauen wir eine Ausstellungshalle nach der anderen. Ganz, ganz viele. Welche werden uns empfohlen? Gibt einem da immer so einen Tipp? Keinen. Boah, die Stadt ist so groß. Das ist der ganze Kontinent, auf dem ich hier suche, nach dem Tipp, den die einem immer geben. Die geben einem doch sonst immer einen Tipp. Geht das nicht, wenn man zu viele hat? Wir fangen mal hier unten an. Also gucken wir uns mal an, wie die funktionieren. Eine Stabilität pro Bevölkerung ist das Entscheidende. Das ist eigentlich egal. Zwei Wissenschaft pro Silber auf jedes Forschungsviertel. Einen Einfluss jeder Bezirk angrenzen. Dann könnten wir gucken, aber Einfluss auf Gebiet, Stabilität, bla 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 bla. Also eigentlich müssen wir nur schauen, kann man im Prinzip überall, vielleicht in die Nähe von Luxusgütern, die bei der zählt, spieltechnisch zählt die Ausstellungshalle auch als Forschungsdistrikt und profitiert von Forschungsvierteln anbei und von strategischen Ressourcen und von Luxusressourcen, die in Nachbarfeldern liegen. Davon profitieren die auch. Stabilitärer Einfluss ist jetzt schon gar keine Rolle. Das ist jetzt schon egal. Schaut euch das ja mal an. 175 hier vorne überall. Wir gucken mal, ob wir irgendwo Einfluss haben. Ob wir irgendwo Forschung haben. Ob wir Ressourcen haben hier irgendwo. Hier. 175 plus 6. Und es geht was kaputt? Gar nichts. Das hier ist ein großes Teehaus. Das boostet auch angrenzende Bezirke. Entweder da oder da. Hier geht wie viel kaputt? Gar nichts. Da geht 3 kaputt. Einmal hier. Habe ich ein Forschungsviertel gebaut. Hierhin.
ziehen wir vor. Die nächste Ausstellungshalle. Hier oben. 175. 7 Einfluss. Die ist sogar noch ein bisschen cooler als die da. Dann nochmal eine. Hier unten. 175. Ja, mal weniger Stabilitätsverluste, weil neben einem Vergnügungsviertel liegend. Das kann man machen. Ziehen wir auch vor. Noch einer. Ich habe schon wieder ein Forschungsviertel aktiviert. Ich verklicke mich immer näher. Hier. Da würden wir allerdings einiges kaputt machen, oder? Nee, gar nichts. Da können wir hin. Oder wir hätten den letzteren auch hier hinsetzen können. Nee, da kommt er nicht hin. Den ziehen wir hier hin. Dann die nächste Ausstellungshalle. Jede kostet übrigens 5,7. 6,4 produzieren wir Runde für Runde. Danke an BTR fürs Abo verschenken, an Bettwüre. Sehr, sehr lieb, danke dir. Dann können wir hier vorne noch bauen. Gerne neben eine blau erschlossene Luxusressource, irgendwas, irgendwo. Oder eine strategische. Oder neben Vergnügungsviertel, das sind die Pinkern, die gehen auch gut. Hier hin. Ah, hier unten ist ein Wissenschaftsfeld. Das können wir dabei anschließen. Und nochmal bitte. Hier, das bringt gut was, oder? Ah, hier kommen wir gar nicht mehr hin an die Ressource. Neben einem Vergnügungsviertel, kostet nicht so viel Stabilität. Hier unten hin geht nicht, weil... Ach so, weil das keine Bezirke sind, sondern Wunder. Ah, hier hatten wir was vergessen. Hier wollte ich... Hier hatten wir einen Fehlbau gemacht. Eigentlich wollte man hier ein großes Teehaus hinsetzen, glaube ich. Da habe ich... Und letztes Mal irgendwas falsch gemacht. Kann man hier rüber bauen? Leider nicht. Kann man hier noch einen Weiler hinsetzen? Da könnten wir nachher das daneben bauen. Aber das ist echt egal. Hier kommen wir es hin. Was ist das hier? Das ist das große Teehaus. Dann einmal daneben hier hin. Ziehen wir auch vor. Noch einmal. In jedem Territorium eines. Das hier ist wieder ein großes Teehaus. Haben wir hier ein Vergnügungsviertel irgendwo gebaut hier vorne. Hilft uns auch bei der Stabilität. 175, 3 Einfluss. Einfluss ist nicht mehr wichtig. 175, 4 minus 8 minus 3 Stabilität. Hier können wir es hinsetzen. Einmal vorziehen. Noch eins. Ah, die müssen wir erstmal alle bauen. Das dauert ein Weilchen. Hier, noch ein Vergnügungsviertel. Einmal daneben. Hier links ist sogar Wissenschaft. Was ist... Genau. Davon wollen wir auch noch profitieren. Das hier ist das große Teehaus.
mal viel Einfluss. So, und das reicht erstmal. Die anderen bauen wir später. Erstmal ein bisschen schauen und staunen. Dann gucken wir uns das nächste Weltwunder an. Die nächste Forschung läuft. Schießpulver hatten wir erforscht. Dann können wir auch Schießpulvergebäude einstellen. Ne? Schießpulver ging jetzt Salpetermine hier vorne hin. Sollen wir uns die mal kaufen? Ne, wir kaufen uns. Ja, die Ausstellungshallen sind zu teuer. Aber die müsste billig sein im Bau. Im Kauf. 1,4. Die können wir einmal kaufen. Ein Salpeter. Dann haben wir, glaube ich, hier oben noch Salpeter, ne? Da ist Salpeter. Packen wir hier rein und bauen wir über Zeit. Und bauen auch hier eine Ausstellungshalle, aber die bringt hier wenig. Weil nicht so groß. Dann mehr Salpeter war nicht, nur die beiden. Naja, dann nochmal eine Forschung. Technologiebildschirm. Mäzenatentum hatten wir erforscht. Super gut. Dann waren wir zur Kriegsführung gegangen. Das können wir auch hier rein forschen. Noch mehr Forschung. Wir wollen massiv auf Forschung gehen. Alles, was Forschung hat, holen wir uns. Verordnung. Ja, wir wollen Einflusspunkte demnächst investieren in Verordnung erlassen. Und da kann man die billiger sich holen. Ja, und das führt auch über Wissenschaft her. Das sind auch Wissenschaftsgebäude. Geld auf Außenposten. Ich gucke mal die passiven Boni an. Stadtbegrenzungscap. Einheiten schneller unterwegs. Die können wir teilweise auch weglassen. Wir haben mit Absicht einige Forschungen ja weggelassen, weil wir gesagt haben, die brauchen wir nicht zwingend. Durch die kämen wir allerdings sehr schnell beim Ruhm voran. Die können also notfalls, wenn es lange mit der Forschung läuft, hätten wir im Handumdrehen ein paar Forschungspunkte hier. Und hier zählen die Ruhmpunkte auch doppelt. Wir könnten im Handumdrehen Technologien uns hier erforschen. Das wäre ein Klacks. Es gibt ganz viele Billigtechnologien, die wir uns noch holen könnten. Also bewegliche Lettern. Ein Wissenschaft pro Bevölkerung. Oh ja, das ist toll. Da machen wir zuerst hin. Das können wir auch mal als Bau auch mal zwischendurch machen. Ein Kuriositätenkabinett. Und danach. Das sind noch mehr Wissenschaftsgebäude. Dann gehen wir dorthin für die Verordnung. So, Regiment. Den Siedler wollten wir eventuell ins Wasser schicken, um hier oben noch eine Stadt zu gründen. Hi, Sagatar. Zu der Sache, die du fragst. Ach, du bist ein Schatz. Videogemist-Druid, der Chatmod, hat dir gerade ein Video verlinkt. Da findest du genau deine Frage beantwortet. Ich kann so in der Kurzfassung mal kurz sagen. Der Einfluss hier, den man hier so aufbaut in dieser Übersichtskarte, das Ganze ist unter unserem Einfluss, ist in mehrerer Hinsicht relevant. Da gibt es teils wirtschaftliche, teils militärische Boni, diplomatische Boni in vielen verschiedenen Situationen. Im Video wird das aufgelistet und es kann zum Beispiel helfen in einem Kriegsfall, dass man eher schaffte, bei der Auflösung eines erfolgreichen Krieges möglichst viele Gebiete zu claimen und die dem eigenen Reich hinzuzufügen. Das ist ein Bonus unter vielen. Das lässt sich leider nicht in 30 Sekunden beantworten. Ich glaube, wir können mittlerweile auf Wasser ziehen, ohne dass wir negative Folgen haben. Ne? Die Hochseeschifffahrt, die hatten wir doch schon, oder? Hochseefahrt. Weniger Schaden. Aber es ist noch nicht so, dass wir gar keinen Schaden haben. 3 Master. Seetransporter ersetzt Landeinheiten
Ja, kann durch tiefes Wasser ohne Nachteile. Eine Runde weiter. Weltwunder claimen, ganz wichtig. Nächstes Weltwunder. Big Ben, Freiheitsstatue, Eiffelturm. Also das brächte uns noch mal mehr Industrie, der Eiffelturm. Der Big Ben bringt uns mehr 5% Wissenschaft pro Allianz. Leute, das ist der Hebel, mit dem wir all die vielen Allianzen nutzen können. Und 10% Wissenschaft auf die Hauptstadt. Wir haben ja nur noch eine Stadt, eine Hauptstadt quasi. Das ist der Big Ben, den holen wir uns. Das bringt uns auch noch was, aber der Big Ben ist, der ist super cool. Den beanspruchen wir einmal mit 2000 Einfluss. Jetzt können nur wir den bauen und sonst keiner. Und ich frage mich sogar, ob der uns nicht schneller hilft, als ob wir den nicht sogar als Bauschnellen vorziehen sollten. Denn wie viele Allianzen haben wir? 5, 6, 7? Also es gibt, wir sind zu zehnt auf der Karte. Eine sind wir, 9 andere sind da. Manche sind, 2 sind Vasallen. Zwei fallen also weg, weil mit denen kann man keine Allianzen schließen. Das heißt, 7 sind da und ich glaube, wir haben mit allen 7 Allianzen. Ich glaube, sind wir mit irgendjemand nicht alliiert? Wir können mal kurz gucken. Hier können wir noch mehr Einfluss bekommen. Warum nicht? So, tell me, Abgelehnt. shall we become closer? Sorry, you're not getting out of this that Wir kaufen noch was Kupfer. Ne, komm, das ist Quatsch. Das ist nur wegen Industrie. Wir gucken, also mit denen haben wir eine Allianz. Ach, das steht ja auch im Tooltip. Wir müssen die gar nicht alle durchgehen. Allianz, Allianz. Ach, wir können auch bei uns einfach gucken, ne? Ach Gott, dafür müssen wir einmal einen anklicken. Dann auf Beziehungen gehen, dann sehen wir unsere Allianz. Wir haben mit allen Allianzen. Also, ich weiß nicht, ob die Vasallen mitzählen bei den Allianzen. Ob die als extra Allianz gelten. Falls ja, hätten wir 45% mehr Forschung durch den Big Ben, weil wir 9 KI-Gegner haben und nochmal 10% mehr, quasi in der Stadt selber, wo wir fast alles generieren in der Hauptstadt. Also quasi 55% mehr, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben im Augenblick wie viel? 2,5, dann wären wir bei 1, 2, 1, 3 mehr. Wie schnell ist er denn gebaut? Wir können ja vielleicht ein paar Ausstellungshallen gleich auch kaufen. Nee, kaufen? Das ist zu teuer. Eine Ausstellungshalle kostet 5,7, wir produzieren 6,5. 4 Runden für den Big Ben? Was meint ihr? Also der Big Ben ist natürlich auch ein Multiplikator für die Ausstellungshallen, ne? 4 Ausstellungshallen, wir bauen mal, wir setzen den Big Ben schon mal irgendwo hin. Oh, der muss auf einem Fluss stehen. Ja. Okay. Wir brauchen einen coolen, schönen Platz. Was gibt er sonst? Stabilität? Genau. Unsere Hauptstadt ist hier oben, Megabull. Ach, das ist so peinlich, das ist so angeberisch. Können wir geben der Stadt irgendwie einen zivileren Namen? Irgendwas, was nicht ganz so angeberisch ist. Irgendwas wie, ich weiß nicht was. Was meint ihr? Irgendwas, was nicht ganz so peinlich ist. Habt ihr einen Vorschlag? Gigabull, natürlich Joshua, sehr witzig. Monopolis, ja, Mick, das ist auch wesentlich bescheidener. Vielen lieben Dank an Joshua und an Mick für diese sehr weiterführenden Ideen. Das waren echt wertvolle Beiträge von euch. Vielen lieben Dank. Little Big Bull, meinte der Spatz. Mega groß Bull Castiel. Auch an dich ein ganz spezielles Dankeschön hier, echt. Miniaturwunderland, meinte Johnny. Gerne was Kurzes. Bullhausen, ja, gerne, natürlich. Ich komme gleich rüber zu dir. Gerne. Habt ihr irgendeinen Vorschlag? Big Bull, ja, ganz bescheiden, ganz bescheiden. Gott, ja, Johnny.
Also vielen lieben Dank. Echt viel. Bullseye geht immer. Bullseye haben wir oft schon gemacht. Das Bullenauge, das die ganze Welt betrachtet. Das eine große Bullenauge, das die ganze Welt betrachtet. Ja, es ist schön. Das kann man machen. Das, die Idee gefällt mir eigentlich. Bulls, komm, lass uns Bulls einnehmen. Aber nicht mit Deppen-Apostroph, sondern mit auf Deutsch. Obwohl es auf Englisch ist. Das ist Bullseye hier. Ja? Kuhdorf. Der denkt jemand klein. Vielen lieben Dank an Martin. Alte Bulldorf. Nee, Bullseye ist okay. Bullseye machen wir. Und das mit den Franzosen, müsste man das nicht auf Französisch aussprechen? Wo setzen wir den hin? Irgendwo hier in die Nähe, wo es cool aussieht. Erschließt er irgendwas? Erschließt alles. Der hier an den Fluss. Direkt hier. Big Ben. Warum nicht? Was ist das hier? Der Barei. Ach komm, der sieht doch hübsch aus auf dem Fluss. Oder hier oben natürlich. Ja, natürlich. Ja. Das sieht doch cool aus hier. Von oben runter blickend auf den Rest der Welt. Leute, das Bullville geht ja. Leute, das sieht doch ultra hübsch hier aus. Da soll der Big Ben entstehen. Der sollte nicht zu spät entstehen. Wisst ihr warum? Wenn er zwei Runden nur... Ja, natürlich haben wir den 100% Bonus. Den ziehen wir durch. In zwei Runden, dann claimen wir das nächste Weltwunder. Eins weiter. Lady Duboeuf. De Shark weiß, wie man auf Französisch spricht. Lady Duboeuf. Das Auge des Bullen. Wird das in Löll ausgesprochen? Ich will mich die ganze Zeit das falsch aussprechen. Ich habe zwar Schulfranzösisch in mir, aber auch lange hinter mir. Ich will ja bei so schwierigen Wörtern mit vielen Vokalen aneinander keinen Mist bauen, verbal. L'œil du bœuf. Ich glaube, ich google das mal, wie man es richtig spricht. Dann können wir das immer noch mal umbenennen. Noch ein weiterer Bürger in Bullseye. Normannen, eine andere Einstellung uns gegenüber, hilfsbedürftig. Zollunion. Da können wir billiger Dinge bei denen kaufen. Let us formalize our mutual appreciation. Die ziehen rüber. Ja, vorne hin. Gründen eventuell noch eine Stadt. Gewaltenteilung, Gottlosigkeit wäre eine neue Verordnung. Dadurch könnten wir keine Staatsreligion mehr, könnten keine heiligen Städten bauen, keine Dogmen bestimmen, sind immun gegen religiösen Groll. Unsere Religion läuft super, nein danke. Staatsatheismus. Wir haben eine neue Staatsreligion, und zwar den Atheismus. Das ist ein bisschen komisch formuliert, finde ich. Und haben ein Verdrängen fremder Religionen und behalten unseren Glauben. Das ist alles Quatsch. Wir machen uns noch keine Verordnungen. Das ist Absicht. Wieder Game Street. Gute Nacht. Danke dir, Martin. Liebe Grüße. Sehr vernünftig von dir. Danke. Und hier könnten wir noch einen Groll machen. Jetzt bauen wir aber erstmal in einer Runde, ist es hier vorne fertig. It has been too long, friend. War da nicht irgendeine Handelsgeschichte, die wir noch in Kürze hatten? Nee. Nee, achso, die Verordnung können wir demnächst billiger machen. Da könnten wir einen Teil des Geldes wieder ausgeben für Luxusgüter, weil der Kauf von den Ausstellungshallen ist zu teuer. Das ist Quatsch. Das ist selbst für uns zu viel. Wir können mal das Geld in die Hand nehmen, um noch ein paar Luxusgüter shoppen zu gehen. Ja? Einmal querbeet, einmal überall shoppen. Aber nur die Luxusgüter, weil die haben, weil das stapelt sich halt. Wir könnten gezielt auch nach denen gucken, wo wir die Luxusmanufakturen haben. Aber, wir kaufen mal alles. Komm, let us discuss our dreams. Die hatten wir gerade, ne? Friend, so pleasing to see. Nee.
dir vorne noch. Friend, it is good to see you. Alles gekauft? Perlen. Oh, die boosten, glaube ich, sogar unsere... Haben wir nicht eine Luxusmanufaktur für Perlen? Die würde dadurch noch stärker. Greetings, Sovereign. Gold. Are you with me or against me? Und dann hier vorne nochmal gucken gehen. Really? Alles gut. Jetzt schaue ich mal kurz, ob wir in unserer Stadt noch eine weitere Manufaktur bauen können. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, das waren nur Dinge, die wir schon kennen. Ja. Eine Runde weiter. Achtung auf unser, denkt an Bullseye, ne? Und an Big Ben. Big Ben, was der an Wissenschaft bringt. Achtet mal, der wird jetzt fertig. Schaut mal auf unsere Forschungserträge, Leute. Im Augenblick 2604. Jetzt pass mal auf, was jetzt da im Rundenwechsel passiert. 2604. Hier entsteht jetzt der Big Ben. Luftballons steigen zum Himmel. Big Ben ist da. Und wir haben jetzt 3483. 55% mehr über den Daumen. Dann können wir jetzt viele coole Gebäude bauen. Eine Wissenschaft pro Bevölkerung, Kuriositätenkabinett. Neues Wunder beansprochen. Nochmal 100 Ruhm drauf. Leute, wir holen auf. Ja, wir liegen erstmals überhaupt seit Ewigkeiten nicht mehr als 1000 zurück. Wir liegen nur noch 850 Ruhm zurück über den Daumen. Es läuft. Und jetzt noch dieses coole Wissenschaftsgebäude hier. Kuriositätenkabinett bringt uns nochmal 171 mehr und kostet keine Stabilität. Das können wir auch mal vorziehen da vorne. Das können wir vielleicht sogar bauen, oder? Kaufen, Entschuldigung. 4,8, das kann man sogar leisten. Sollen wir das kaufen? Kaufen wir. Jetzt haben wir 3,9. Eine Stadt untätig. Der Bibberbull. Eine Ausstellungshalle. Ich kann langfristig, ja, 20 hier vorne. Da kommt sie hin. Wir nehmen alle Forschungspunkte mit, die es gibt. Öl, habt ihr gesehen? Wie cool, dass er das geclaimt hat. Guck mal hier. Ach, jetzt suche ich wieder eine Minimap, die es nicht gibt. Hier vorne. Beides sind Ölvorkommen. Deshalb hat er mir hier gesiedelt. Sehr, sehr cool. Beides Ölvorkommen. Jetzt schauen wir uns den Siedler an. Jetzt gründen wir hier noch eine Stadt und nochmal zwei Ölvorkommen. Wilhelm! Wo kommen wir an Land? Wo könnten wir hier einen Außenposten setzen? Hier rechts, ne? 7,7. Kommt die nächste Stadt wieder. WB wird Ölbaron, meint ein gewisser Spatz im Chat. So, Big Ben steht. Ausstellungshallen laufen. Irgendwelche Leute wollen wieder irgendwas von uns. Wir können das nächste Weltwunder claimen. Eiffelturm oder Freiheitsstatue. Und wenn wir wirklich auf Wissenschaft uns total konzentrieren, dann sollte das die Freiheitsstatue sein. Wenn wir dagegen sagen, wir brauchen nochmal wie viel Industrie? Wir brauchen nochmal 170 Industrie mehr, wenn wir 6,5 haben. Dann sollte es der Eiffelturm sein.
Aber die Freiheitsstatue hat 10 Wissenschaft pro Anzahl an Gebieten. Das ist in unserem Einflussbereich, der ist groß. Es sind nicht nur die, über die wir die in unserem Reich sind. Das sind auch noch weitere. Wir claimen einmal die Freiheitsstatue. 3, 4. Und setzen die sofort hin und ziehen den Bau auch durch. Das ist in 2 Runden gemacht hier. 4 steht hier, 2 werden es sein. Dann können wir das letzte Weltwunder claimen. Und die muss wo stehen? Auf dem Wasser, ne? Auf Küstengewässer. Und claimt alle Ressourcen drauf. Da hier vorne, oder? Vor Bullseye. Wo sonst? Kann es auch auf Ozean sein? Nein, direkt hier davor. Da kommt die. Sieht ein bisschen doof aus, ne? Weil die kann man nicht drehen, ne? Ich versuche mal R wie Rotate. Kann man nicht drehen. Aber das sieht immer doof aus hier. Die guckt ja nach unten. Die guckt uns immer an. Das wäre schicker, oder? Andererseits, das ist vielleicht die Einfahrt. Wo ist denn der Hafen? Die muss doch eigentlich an unserem Hafen stehen, wo die Leute aus aller Welt kommen, oder? Hier an so einem Hafen. Das sieht dann doch doof aus hier. Aber das könnte man machen. Soll man das hier anmachen? Im Süden, da ging es eher. Aber warum soll man hier unten in so einem Ausläufer der Stadt eine Freiheitsstatue bauen? Sieht irgendwie doof aus. Hier ist wenigstens noch was los, ne? Vielleicht hier so. Da ist ein Hafen, ein Kota, da kommt man an. Hier ist eine große Stadt. Hier ist Leben. Andererseits, die Weltwunder, die stehen alle hier oben. Können wir stellen das hier hin? Können wir denn hier noch einen Hafen bauen? Leider nicht mehr. Dann machen wir das hier unten. Hier drauf, bitte. In 2 Runden fertig. Dann claimen wir das nächste Weltwunder. Wir bauen Ausstellungshalle um Ausstellungshalle. Haben mit allen Allianzen und sind einfach ganz gut. Haben einen ganz guten Lauf.